dauert eben jetzt nur leider ein bisschen. Spießrutenlauf. Und eine Fackel. Naja gut, wie gesagt, für unsere Bedürfnisse wird es reichen. Und wenn wir dann oben sind, einfach mal nichts wie ab nach Hause. Es geht dann auch ganz fix, hoffe ich. Aber ich denke mal, das bisschen Eisen können wir mitnehmen. Genau. Gut, das war knapp. Na gut, den Rest ignoriere ich jetzt einfach mal. Es wird hoffentlich hier nichts spawnen und nach oben kommen. Und wenn doch, haben wir dann eben ein Problem. Wobei, ich kann ja hier einfach mal... Bup, so, und keiner kommt mehr hoch. Gleich haben wir es bald haben wir es geschafft. Aber ich sollte auf jeden Fall hier in die Richtung weiter buddeln. Irgendwas ist gerade komisch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall graben wir erstmal hier in die Richtung weiter. Ja. Ich sag mal nichts dazu. Ich will doch einfach nur hier raus. Nicht alle 2 scheiß Zentimeter auf irgendeine Höhle treffen. Aber immerhin haben wir es trotzdem bald geschafft. Oh, wir haben es schon wieder um 11. Naja. Wieso nicht? Auf meiner Festplatte war noch ein bisschen Platz. Ah, da fällt mir ein, was ich noch machen wollte. Ja, ich wollte mir nämlich bei YouTube noch einen privaten Zweitkanal anlegen, der dann meine Videos sichert. Also zumindest erstmal die Videos mit meinem Geld. Damit wieder... Weil die Fassung... Oh, ich sag mal, so Kleinvieh macht auch Mist. Dass es auch von der Festplatte dann mal mit verschwindet. Wir sind frei. Zumindest fast. So, jetzt nichts wie ab nach Hause. Und wieder schön Schwert in der Hand nehmen. Zum Glück ist unser Schwert vor allem, unser Zuhause nicht so weit weg. Wir sind zu Hause. So, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich freue mich. Ich freue mich ganz doll, wieder zu Hause zu sein. Hier haben wir noch 3 Kohle drin. Es reicht fürs Gold. 5 Kohle.
machen wir gleich wieder 8 draus. Das Eisen. Und hier brauchen wir 5 Kohle für das andere Eisen. Ach, wir sind zu Hause. Das ist ein schönes Gefühl. Gut, dann tun wir das Lapis rein. Redstone. Kohle. Ist ja zum Glück nicht viel. Kobbel kann er eigentlich auch hier rein. Nahrung kommen die Pilze mit rein. Gut, Mob Drop ist auch wieder einiges. Sonstiges, 2 Flint. Hier kommt Kies und Erde. Die Enderperle kommt noch beim Mob Drop. Ah, da haben wir schon 3. Es wird auch langsam. Und an sich können wir den Rest eigentlich erstmal so im Inventar behalten. Weil jetzt könnten wir nochmal kurz ein paar Eier schmeißen gehen. Und es ist eigentlich was gewachsen, ein bisschen. Bisschen was ist doch gewachsen. Hätte ich noch Weizen für die Kühe mitnehmen sollen. Eigentlich. Naja. Sieht doch ganz gut aus. Und hier kommen noch ein paar Hühner dazu. Ah, da ist noch eins. Ah, hier. 5, 7, 8. Ach, ganz viele. Cool. Also es hat sich gelohnt, dass wir jetzt hier die Eier reingeworfen haben. Es sind wieder ganz viele neue Hühnchen. Und ich hatte übrigens auch eine Idee gehabt, wie man... Wow. Wow, das leckt. Wie man oben dann die Eiermaschine voll bekriegt. Da muss ich bei Gelegenheit nur mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Was wollte ich? Den Zuckerrohr kann ich einmal reinstellen. Die Axt nehme ich wieder in der Hand. Ja. Gut. Wie sieht eigentlich unsere Rüstung aus? Na, noch ganz gut. Die sieht noch einigermaßen gut aus. Gucken wir hier nochmal nach Eiern. Dann lassen wir unsere Kühe nochmal fortpflanzen. Wobei die Eier hier... Ach, die sammle ich jetzt erstmal wieder. Gut, mal ganz kurz gucken. Habe ich jetzt Kies dabei? Nee. Hätte ich ja gleich noch einen kleinen Weg vorzugebaut. Ja, bis zum Wasser runter ist ein Platz. Da könnte ich das eigentlich mal machen. Dass man nämlich jetzt sagt, man macht hier erstmal das Wasser zu. Macht hier Hühner rein und dann... Wenn die Hühner groß sind... Kann man dann... Oh. Naja, also wenn die Hühner dann groß sind, kann man dann Holz wegmachen und man hat dann mehr Hühnchen... Oder hat dann ein paar Hühnchen schon drin. Gucken. Habe ich noch ein paar Eier? Würde ich mal... Oh. Ich nehme dann einfach mal die 8 Eier. Ich sehe es dann einfach mal als kleine Investition an. Vielleicht funktioniert es ja... Weil ich möchte mir das nur ungern cheaten müssen. Ach, apropos mal ganz kurz. Waypoints off.
Moment, bevor ich es wieder vergesse. Weizen. Ach ja. Bevor ich es wieder vergesse, wie war das gerade? 3 Slabs und 20 Keys. Kann ich dann hier vorzu nochmal den kleinen Weg bauen. Hier kann ich auch einen reinmachen. Da kommt der weg. Kommt hier auch nochmal kurz. 3. Wobei das hier muss dann noch ein bisschen mit Blättern verkleidet werden. Das sieht sonst, denke ich, ein bisschen blöd aus. Gut. Nehmen wir Kieslime unten mit in die Leiste. Kies. Slap. Slap. Gut, jetzt fehlt hier ein Slap. Und hier kann auch kein Kies rein. Aber hier. Habe ich noch Koppel dabei? Nein. Ach ja, wegen alles rennt mir 10.000 Mal durch die Kante. Es ist doch einfach zum Mäusemelken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und davon 6 Slabs. Hier. Ach, da kann ich eigentlich hier unten gleich noch einen Slab drauf machen. So. Klappt doch ganz gut. Wo habe ich eigentlich hier die Fackel? Dort. Kurz gucken. Funktioniert das dann? Wow, 1. Es hat sich ja gelohnt. Ja. Sammeln wir hier nochmal. Das sind nochmal 7. Vielleicht lohnt sich ja jetzt mehr. Hier oben in unserer Hühnerfarm. Halt. Wo jetzt sage und schreibe ein Hühnchen drin ist. Ich sag mal nichts dazu. Gehen wir nochmal zu unseren Kühen. Ich könnte eigentlich nochmal wieder Leder gebrauchen. Da könnte ich unten nochmal ein bisschen ausbauen. Weizen. Du, 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 du. Du und du. Das sind 3 neue Kühe, das heißt. Eins, zwei. Was? Nur, ah ne, doch 3. Ah ja, Leder. Na gut, ein Leder, das heißt, ich kann wieder ein Bücherregal machen. Aber nicht jetzt, wir haben ja momentan unten, oder mache ich es jetzt? Ah ja, komm, ich mach's jetzt. Was soll der Geiz? Machen wir es jetzt gleich. Gut, als erstes mal Nahrung. Weizen. Fleisch. Gut, dann hier Leder. Und Papier bräuchte ich noch. Das könnte vielleicht noch... Nein. Nein. Gut, ich hab unten was, das weiß ich. Ach, ich bin blöd. Nein, rüber zu... Ach, das ist für ein Buch. Ah, Zum Glück haben wir viel Zuckerrohr. Da ist es kein Problem.
Machen wir auch so. So. Und so. Und nochmal so. Und da haben wir fast jetzt ein neues Bücherregal. Dann nehmen wir unten noch das Eisen aus. Dann nehmen wir dann noch das Eisen aus dem Ofen. So. Und wir könnten ja noch mal kurz 10 Minuten bei uns in der Falle weiterbauen. Einfach, damit wir dann schon mal ein bisschen weiterkommen. Ah ja, noch eine Spitzhacke wollte ich verzaubern, ne? Da war was. Immer noch 26. Ja. Gut, ich nehme das hier mal ganz kurz raus und mach mal wieder überall 8 rein. Hier noch und hier noch. Die Rohstoffe kann ich eigentlich hochräumen. Brauche ich jetzt hier unten eigentlich nicht. Baumaterial, Rohstoffe. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Eisen. Doch, mit Gold kommen wir dann auch noch ein Stück hin. Und das Papier kann hier oben mit rein. Ob ich mir jetzt... Ach, wir haben doch noch... Halt. Guckt mal, wir haben ein paar Diamanten. Das heißt, wir können uns dann auch mit ruhigem Gewissen noch eine Spitzhacke machen. Und später können wir uns dann sogar noch ein Diamantschwert bauen. Haben wir an verzauberten Büchern was sich lohnt zu benutzen? Gucken, Baumaterialien hier. Stärke und Schlag. Nee, lohnt sich nicht. Guck mal als erstes mal kurz rüber, hier wie es aussehen tut. Gut, an sich ganz gut, denke ich. Mit Slabs hatte ich ja, mit den Slabs war ich, war ich ja glaube ich soweit fertig. Ja, und hier fehlte dann wieder Kohle. Und da wir genügend haben, schmeiße ich die Cobbles rein, die nehme ich dann raus und wenn ich das gemacht habe, dann verzauber ich. So. Und hier unten fahre jetzt mal als erstes die Steinspitzhacke. Das hier wird dann erstmal die Höhe der nächsten Etage. Ah ja, an das Erdfeld erinnere ich mich. Ich hatte ja in einer meiner Kopien schon mal ein bisschen rumprobiert. Naja, gut. Ein bisschen. Moment, welche Höhe? Hier ist das Wasser. 1, 2, 3. Da wird das dann hier sogar die richtige Höhe. Das ist schön. Hier nochmal. Gut, da kommt jetzt die Fackel nochmal neu rein. Ah, und weg ist sie.
Ah, es geht doch gleich dann auch viel schneller. Da macht es dann gleich wieder mehr Spaß, hier was reinzubauen. Gut, sag mal so, Cobblestone oben ist jetzt, denke ich, zur Hälfte etwa durch. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz hier. Ist dann hier. Gucken. Genau der hier. 1, 2, 3. Hier, 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 hier. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der. Und der. Das ist dann schon mal die Tiefe unserer nächsten Etage. Nein, der war falsch. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da.